Herzlich willkommen zu heute von gerade in Thüringen. Wir fahren alle unsere Fahrzeuge zurück zum Hof, füllen die weitgehend wieder auf und machen uns bereit für den nächsten Tag. Wahrscheinlich steht noch mehr Düngemission an. Jetzt ging leider nicht. Sie haben sich die Fehlermeldungen gehäuft, dass es nicht funktioniert. Mit dem Land, das gehört mir nicht. Zum Beispiel. Und da ich mir entschlossen, die letzten Mission nicht zu machen, nicht da extra rauszufahren. Das war mir dann doch zu aufwendig. Habe ich Aufgaben abgebrochen, damit morgen, also heute in den Tag, also morgen in den Tag, neue dann erscheinen können, beziehungsweise ne, dass man einen am BGH, ja, hat sich gelohnt, sagt man so, etwa für die Einnahmen verdoppelt, Reparatur bedurft es auch nicht, packen wir es auch nicht, war super. Und reisen wir in Vorspulen bis früh, bis hell wird. Können wir gleich gucken, ob wir eine Mission haben neuerdings. Da muss man abwarten, was da jetzt kommt. Ob da ja was kommt überhaupt, ne? Das kann man leider noch gar nicht kommt. Bodenbeschaffenheit. Und bei mir muss gedüngt werden. Auf 49 auf jeden Fall. Da ist nichts zu sehen. Wachstum ist da, naja, ist zwar zu erkennen, aber nicht, das, aber keine Änderung. Darum abwarten. Wenn man bis Maximum wird noch kommen. Denke ich mal. Weil müssen wir natürlich nicht. Ungefähr alle zwei Tage Wachstum. Oder wann genau nachts, weiß ich nicht, oder nachts kommt am meisten Wachstum. Schauen wir mal, was da passiert. So, der Auffall. Aufgefüllt. Sonstiges. Ach, sagt gut. So, nächste angekommen. Ja, das Licht, super. So. Ich habe kein Licht, oder? So. Grün. Wie ist hier grün? Entschuldigung. Kalk, Kalk. Ja, auch du musst nach Hause. Wo ist die Mann? Oh, das ist gut. Hinter mir läuft der. Blaues Licht. Status. Kann so bleiben.
das minimal 4%, das ist nichts. Die werden nur mit auffüllen. Boah, den Sojabohnen. Dünger ist auch okay. Das kurz anmachen. Die kommen wir voll. Hier das gleiche. Da geht es mehr rein. Aber es ist gut, dass die Maschine einfach in voll sind. Dann kann man gleich am nächsten Mal voll umbringen. Decken zu. Ach, hier ist auch ein Fahrzeug. Der kann daneben einparken. Kann ich auch nicht mehr fahren oder was? Bisschen aufräumen, ne? Kann nicht fahren, ne? Und wieder frei haben wir noch. Grünzeug. So. Der muss repariert werden. Das ist der Case. Dann muss die eigentlich noch einen wieder frei haben. Da können wir auch einfach auch tanken. Natürlich Diesel. Na dann sonst, dann haben wir nichts anderes. Hey, ey, trocken heute. Wahnsinn. Den machen wir gleich voll. Garantiert. Bauen wir wieder. Da ist jetzt passiert was. Wachstum. Das macht er nicht. Sehr gut. Also unsere Felder werden langsam dunkelgrün, heißt, die werden bald reif werden. 2 Tage, schätze ich mal. Den fahren wir gleich auf Richtung ...49. Wir können mal gleich einen Kurs einfahren. Das trifft sich ganz gut hier. Wir fahren mal jetzt Richtung wo die Enddrücken. Wir fahren mal jetzt Richtung Hofeinfahrt. Und da fangen wir mit dem Kurs hier an.
zwar hier schön durch die goldene Mitte. Ja, Möglichkeit nicht, hier vorne können wir anfangen. Dann können wir gleich noch Richtung Straße anbinden und dann können wir, wenn das berechnet wird. So, hier vorne müssen wir irgendwie anfangen. So. Das heißt, mal hier meine Maus aktivieren. Und man sieht jetzt den Kurs. Wird besser, wenn man den zweiten Pfeil hinten nehmen. Oder sogar den dritten. Die Kurve werden besser kriegen. So. Machen wir jetzt Rekord, also Aufnahme. Jetzt fahren wir halt den Kurs hier ein. Und zwar so, dass eine Möglichkeit auch mit dem LKW durchkommt. Das heißt, nicht unbedingt am Silo durch, am Silo vorbei. Wenn wir den Silo mal anschließen wollen, können wir das immer noch machen. Und jetzt durch ungünstig dunkel ist, aber man schlecht sieht, weil ich möglichst rechts fahren möchte, weil hier kann man auch hochfahren theoretisch. So, fahren wir jetzt hier runter und schließen die Straße in beide Richtungen an. Das heißt, zuerst in die linke Spur. Das heißt, wir können ein bisschen fahren. Jetzt Aufnahme beenden. Punkt aussuchen. Der passt gerade. Verbinden. Fertig. Und wieder deaktivieren, damit das hinterher nicht. Man kann weiterfahren, man kann auch hier löschen. Der rote Punkt löschen geht auch. Wenn man verkehrt gemacht hat, verdrückt hat, kein Problem. Kurz löschen und dann wir neu entsprechend verbinden und aufnehmen, notfalls. Jetzt fahren wir den Kurs nach rechts ein. Praktisch denselben Kurs. Wir haben noch einen Tag, wir werden mal 5 reduzieren. Auf 5. Jetzt können wir den Kurs auch nach rechts einfahren. Aus einem einfachen Grund, wenn wir mal irgendwann mal ein Feld anfahren wollen, das rechts von uns ist. Von der Straße aus gesehen, dann macht das Sinn, wenn er entsprechend rechts fahren kann. Sonst würde er sich den Weg suchen von links aus. Wir fahren ein bisschen zurück. Dann kann er sich von einem anderen Punkt anwählen. Drücken wieder Aufnahme und fahren jetzt ganz normal und nehmen den Kurs nach rechts. Etwa so, bis wir einen Punkt erreicht haben, wo wir sagen können, ach, ihr könnt verbinden. Wichtig ist nur beim Verbinden, dass der rote Strich in dem Kurs ist, wo wir fahren. Wenn der rote Strich von da ist, dann geht der Pfeil in die Richtung und dann kommt er nicht klar. Aufnahme beenden. Verbinden. Natürlich ist der Punkt ungünstig. Dann variieren wir nach vorne. Also anderen Punkt wählen wir. Man kann so lange suchen, bis man den passenden Punkt bekommt. Der Punkt ist okay. Wir gehen auf grün, verbinden und deaktivieren wir den Verbindungsmodus. Fertig. Jetzt ist es fertig. Angeschlossen. Natürlich kann man auch einen Kurs machen nach oben. Kein Thema. Werde ich auch mal irgendwann machen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das anschließen werde. Das weiß ich nicht genau. Ja, man kann es machen. Man kann es gleich machen. Ich mach's gleich. Man kann mit jedem Fahrzeug einfahren, das ist im Grunde egal. Mit einem Auto oder mit einem Traktor oder so, das ist völlig wurscht. Man kann auch einen LKW nehmen. Hat zwar vielleicht den Vorteil, dass man mit einem anderen Fahrzeug das im Grunde so einfährt, dass es auch funktioniert. Jetzt fahren wir hier wieder hoch.
Natürlich lassen wir so einen Platz, dass rechts und links Fahrzeuge vorbeifahren können. In dem Fall haben wir breit genug gemacht, die Straße. Wir fahren jetzt bergauf. Bleiben rechts, aber blockieren nicht die Einfahrten von der Garage rechts. Das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir ein Problem mit der Straße, dass wir jetzt hier praktisch kreuzen. Aber jetzt ist mir im Grunde egal, weil die Silos wollen ja irgendwann weg. Dann fahren wir jetzt hier weiter. Ich hoffe, das holt, dass wir da vorne, weil da kreuzen wir sowieso. Kommen wir durch, haben wir Glück. Jetzt fahren wir hier rum und schließen den Kurs hier wieder an. Jetzt ist der Kurs ein bisschen weitergegangen, macht nichts, jetzt fahren wir ein Stückchen weiter. Das ist nicht so tragisch. Jetzt verbinden wir den Kurs. Also Aufnahme beenden. Ganz wichtig, wenn man jetzt weiterfahren würde, würde er automatisch wieder Verbindung nehmen. Er nimmt diesen Kurs an, das passt sogar. Grün. Fertig. Ja, ja, ist fertig. Aber der Grün ist. Wir müssen noch den gelben deaktivieren. Beziehungsweise hat er schon genommen. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Ende. Jetzt müssen wir den Kurs neu berechnen, das ist wichtig. Das soll man dann machen, wenn man im Prinzip weiß, man braucht Kurs Autoreif nicht, weil in der Zeit, wo er berechnet, ist es mal schwierig. Weil es dann nicht funktionieren würde. Aber da wir es eh nicht brauchen, kann er alle Ruhe berechnen. Der braucht ja nicht lange. Also bei mir braucht er nicht lange. Bei jedem, der weiß, er hat einen schwachen Rechner, würde ich empfehlen, immer dann berechnen zu lassen. Wenn ich weiß, ich möchte jetzt nicht so spielen oder ich möchte kurz aufhören. Es kann eine halbe Stunde dauern, es kann auch 40 Minuten dauern. Also je nachdem, wie stark die Rechner sind. Ne? Natürlich ist, je größer die Karte, umso länger dauert das. Bei der Standardkarte geht es schneller, weil auch weniger Straßen sind. Aber bei der Vierfach ist es natürlich immer ein Rechenleistungsprinzip. Man muss sich aber bewusst sein, man kann die Geschwindigkeit bei Autoreif einstellen, die Geschwindigkeit. Aber je schneller das ist, umso stärker wirkt das sich auf die Leistung des Rechners aus. Also auch auf dem Spiel. Das würde im Prinzip die Frames, die Bildrate total senken, weil ja im Prinzip die ganze Leistung auf die Berechnung geht. Hier bei diesen Straßen empfehle ich meine Einmachung zu wählen. Dann falls man doch mal zwei Fahrzeuge losschicken sollte, was ja irgendwann passieren wird, zwangsläufig, dass sie sich entgegenkommen und dann beide blockieren würden. So kann man das vermeiden. Natürlich ist jede Karte anders, weil andere Karten sind da ein bisschen nicht besser oder schlechter, aber sie sind halt anders aufgebaut. Und dadurch kann es sein, dass sie einen früher, also wer breite Straßen hat, kann immer zwei Fahrzeuge nebeneinander fahren lassen. Und bei schmalen Straßen und Feldwege, wo nur ein Weg ist, muss ich halt überlegen, wo ich reinfahre, wo ich rausfahre. Ne? Also das ist dann ganz wichtig. Und die Verbindung muss immer da sein. Also der Kreis muss sich schließen. Also der Kreis, die Straße, die ich gerade fahre, der muss irgendwo hinkommen. Also irgendwo muss ich den wieder anschließen, also in einem anderen Bereich. So dass ich weiß auch, ich komme jetzt zurück. Ne? Also muss immer ein Kreis sein. Jetzt fahren wir auf Richtung Feld Nummer 49. Und das fast mit Berechnung fertig. Die Berechnung tut dem Kursplay gar nichts, das ist eine separate Sache für sich. Aber Autoreif wird dann nicht funktionieren in dem Falle. So, mal gucken, wo das Feld ist. Das ist 49, mal schauen. Da habe ich schon angeschlossen, das ist aber alles richtig. Ja, das ist 49, muss gemacht werden. So weiß er im Prinzip, ich kann rauf und runter fahren. Aber wir fahren jetzt sowieso mit Kursplay auf dem Feld. Feldarbeiten kann nur Kursplay. So, Berechnung ist fertig. Jetzt können wir diesen Modus wieder verstecken, kann man sagen.
Kurzzeitmodus heißt düngen. Düngen. So, aber Schluss für heute. Wir machen gleich weiter. Seid mal schön, wenn ihr denkt, ciao. Man hört und sieht dann vielleicht in der nächsten Folge. Danke fürs Einschauen. Tschüss.